hat da jemand was von der nächsten Folge gesagt? Na, dann wollen wir die doch gleich mal hinterher schieben. So. Was schon wieder hier Aufnahmen? Wer ist das? Egal. Ganz viele Aufnahmen miteinander. Marathon. Genau. Ein Aufnahmemarathon. So, hier liegt gelbe Munition rum. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Obwohl, eigentlich reicht die hier auch komplett aus. Ach komm, nee. Bevor die uns noch komplett auf den Sack, du Scheiße, auf den Sack gehen. So. Was sind das denn für Viecher? Die haben eine Klinge am Schwanz. Also alles, was ich bei mir am Schwanz habe, ist okay, sehr gut jetzt. So, von hinten wird geschossen. Ja, von hinten wird geschossen. Die Frage, kriegen wir das von hier? Ich glaube mal, Auto-Aim funktioniert auf der Entfernung nicht. Das heißt, der Hauptpfeil, mit dem kann ich zwar visieren, aber die Seitenpfeile, die gehen halt zur Seite weg, ja, sag ich doch. Ah, gut, dann lassen wir das erstmal. Dann kümmern wir uns erstmal um die hier unten. Okay, die halten nicht sehr viel aus. Sehr schön. Vor allem scheint es so, als wenn die keine Fernangriffe können. Ja, wobei, da täusche ich mich garantiert wieder. Da verlasse ich mich drauf und in der nächsten Folge attackieren die mich aus 3 Kilometer Entfernung. So. War das gut? Ich habe keine Ahnung. Schaff mal. Ich muss da hinten drauf aufpassen. Das sieht mir nicht sehr, ne? Da schießt schon einer. Guckt euch das mal. Alter, auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren, ist ja hier eine Scheiße. So, warum sind die dunkler? Garantiert wollt ihr runtergehen. Ja, war doch klar. Okay. Das heißt nur auf diese extra. Oh wow, die Mitte ist also auch runtergehbar. Also geht auch runter. Das heißt, ich darf mich nur längere Zeit auf diese. Auf 1, 2, 3. 4 aufhalten. Okay. So, dann würde ich mal sagen, ich will ja nicht alle 3 Sekunden speichern, aber ich tue es einfach mal. Ja, scheinbar können die echt keine Fernangriffe. Oh, das ist noch einer. Oh, Alter, wo kommst du denn gerade her? Dumme Frage. Natürlich kommt er von da. Ah. LOL. So, jetzt mal alle anlocken hier. Dadurch, dass sie Nahkämpfer sind, können die mir nicht so viel hier Schaden machen. Sagte er und schlag. Alter! Fällt die aus? Ich dachte viermal und dann ist Feierabend hier. Boah. Meine Fresse. Aber wir haben keinen Schaden genommen. Selbst die Rüstung ist noch auf 100%. So, da oben aus der Entfernung müsste ich schießen können. Nein, kann ich nicht. Die Seitenpfeile geht trotzdem zur Seite. Schade eigentlich. So, wie sieht es denn hier aus? Da oben ist auch noch einer, kann das sein? Warte mal, kurz. Erstmal hier Auto-Check machen. Jetzt habe ich nur noch die da. Ach, leck mich doch. Der gelbe Key. Was? Nein, ich wollte. Schwanz. Bleiben wir jetzt da oben oder? Fuck. Das war dumm, Mann. Da will man sich einmal auf was konzentrieren und schon wird man von allen Seiten wieder attackiert. Hier, ich mache erstmal wieder oben tot. Alles andere bringt ja nichts. Ich glaube, ich treffe die gar nicht, kann das sein?
Das Schöne ist, die treffen mich auch nicht. Aber ich glaube, die sind alle tot. Sehr schön. So kann man noch arbeiten hier. So, jetzt kommt der Typ da oben. Warum fliegen die immer zu mir? Nicht Magnet oder so? So. Also, die Dinger gehen nach oben. Boah, Alter. Diese Physik. Obwohl ich auf dem Gestein bin, werde ich trotzdem in die Richtung gezogen. Schön in Richtung Lava. Was ist denn da los? Glaub's ja nicht. So, hier ist wieder so ein Book auf leck mich am Arsch. Okay, ich würde sagen, ganz schnell rüberspringen und dann nach links oder nach rechts abhauen. Ja. Ah, hab 2 Schaden bekommen. Wobei, das war wahrscheinlich schon davor. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, wo geht's jetzt lang? Ich habe die gelbe Key. Da hinten ist was Gelbes, also geht's doch weit. Sehr schön. Siehst du, so kommt man noch voran. Ich gehe am besten hier rüber. Ne, die Waffe würde ich mir noch ein bisschen aufheben. Das heißt, dann gehe ich doch erstmal. Warte mal kurz. Also, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann komme ich später schwerer. Obwohl, nee, was sage ich denn da? Okay, ich gehe erstmal hier lang. So, jetzt kann ich nämlich später, um die Waffen zu holen, hier rauf, da lang und dann packe ich hier in der Kurve rüber und dann hier lang. So denke ich mir das jetzt einfach mal. Wetten, links ist auch noch einer. Da waren hier wahrscheinlich 3 drin. In der Ecke und in der Ecke. Und der da hinten war, der hat uns vorhin gesehen und ist dann mit rausgekommen oder so. Okay, also die Fischer droppen diese rote Munition. Ist ja geil, Lomato. Aber normalerweise droppen die Fischer ja nur das, was sie selber verschießen können. Oh Gott. Oh Gott, das heißt, es gibt von den Dingern auch eine Enthältnis-Version und die verschießen dann diese rote Kacke. Ja, das wäre ja genau das, was ich hier noch brauche. So, man bekommt immer 20. Ist ja natürlich auch gemächtig, gut. Wobei ich noch nicht weiß, wie viel Durchschlagskraft das Volk hat. Guckt euch mal die da oben an, diese Perle. War das jetzt gut oder schlecht? Ach, das war die Treppe. Ach du Scheiße. Also war es schlecht. Es war ganz schlecht. Oh. Schnauze. Was ist los mit dir? Gibt es noch einer? Ja. Die können richtig gut ausweichen. Fällt mir gerade auf. So. Von der, ja, kann man noch ein bisschen Munition gebrauchen. Dann gehen wir mal nach oben. Oh. Ah! Scheiße, natürlich wieder von beiden Seiten. Was auch sonst. Wobei ich immer noch das Gefühl habe, dass wir uns eigentlich relativ glimpflich anstellen. Also es könnte echt schwieriger werden. Also schwieriger sein. Ne, wohlgemerkt, ich bin ja immer noch auf mittlerer Schwierigkeitsstufe, sprich also auf der originalen Schwierigkeitsstufe. Ah, sehr schön. Bisschen Munition. Und hier gibt es noch ein Chaos Device. Okay. Auch wenn ich immer noch keinen Plan habe, siehst du, wir wollten mal ein bisschen rumprobieren, was hier so manche Sachen machen. Also, zuallererst mal das Chaos Device. Ist der Teleporter? Ah, okay, teleportiert uns also zum Anfang. Das ist Unsterblichkeit, das wissen wir ja schon. So, das hier ist das, was Waffen stärker macht. Was bist du? Schieße ich da einfach 5 Eier oder. Macht das denn Schaden oder so? Okay, hiermit bin ich unsichtbar, aber hoffentlich nicht wieder dieses Teil-Unsichtbarkeit von Doom. So, das ist. Achso, genau, das war, glaube ich, diese Bombe. Ja, genau. So, das ist Licht. Und das ist. Ja, Regeneration.
Okay, machen wir schon mal soweit ein bisschen, ne? Ein bisschen. Wissen wir jetzt, was hier ist? Eigentlich wollte ich da mal im Internet gucken, wegen den ganzen Items. Hab's dann irgendwie irgendwie noch verpatzt. Oh Gott, guckt euch diese Viecher an. Oha. Oh, da hinten ist auch nochmal Unsterblichkeit. In die habe ich mich unsterblich verliebt. Scheiße. Du Scheiße. Schlecht, die da stehen zu bleiben. Ah, komm mal her. Komm du mal her. Oh, der letzte Schuss war komplett umsonst. Oh Mann, das war ja gerade traumatisierend. Das war auch traumatisierend. Alter Schwede. So, da hinten sieht wieder massiv gut aus. Ja, pack ich doch. Oh! Oh mein Gott, das ist. Okay, nochmal die Waffe. Okay, fast also 400 Schuss. Sehr schön. Können wir die tatsächlich immer einsetzen? Achso. So, öffnen wir mal hier die Tür. So, wir sollten mal mit der hier arbeiten für dieses kleine Viech. Da ist einmal Rüstung. Und ganz viel von dieser roten Munition hier überall. Okay, das heißt, wir können diese rote Waffe durchaus mal ein bisschen verwenden. So, was war hier drin? Oh, da ist noch einer. Einfach mal sterben. Okay, hier ist ein Schalter. Der macht jetzt genau was? Keine Ahnung. Wir sollten einfach mal hier reingehen. Ah, das ist der Raum, wo wir die Fischer da unten erledigt haben. Also von unten. Aha. Ah. Seht ihr hier? Hier ist heller. Die Sache ist immer, ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, ob man das aus diesen YouTube-Videos immer so gut erkennt. Weil eben, das sind so diese typischen Sachen, da kennt man sofort, da ist irgendwas dahinter. Und natürlich weiß es ein Secret. Ach du Scheiß, und Magier. Noch gleich im Angebot. Stirb halt einfach. Dort. Ja, war natürlich klar, einfach. Einer reicht ja nicht. Und noch ein Ei. Noch eine Tür? Nein. Okay, sehr schön. So. Nächste Frage. Ist das genau das gleiche Ei, was wir gerade hatten? Was machen diese Eier? Machen die denn in dem Sinne Schaden? Also sind das sowas wie so eine. Ja, also quasi sowas wie so Granaten oder so? Mal ein paar Feinde hinten sind ja ein paar, ne? Hier hinten waren Feinde. Was macht ihr denn da hinten? Okay, okay. Wow. Du kriegst die Tür nicht zu. Nein. Geil! Ich weiß gerade nicht, ob Heretic das von Duke Nukem geklaut hat oder Duke Nukem das von Heretic geklaut hat. Aber bei Duke Nukem gibt es genauso was ähnliches. Das ist. Ich weiß gar nicht, ob es da Hühner sind. Aber da gibt es auch so eine kleine Tiere, die man in die Gegner verwandeln kann. Warum sind die alle hier unten? Das ist so funny, Alter. Ist das geil? Vor allem bleibt jetzt hier immer so, oder? Ach, die machen mir trotzdem noch Schaden. Okay. Sind aber halt schwierig, wesentlich leichter zu besiegen. Alter, was für eine geile Kacke ist das denn bitte? Okay, das mag ich. Oh. Das ist jetzt eher weniger. Aber das ist der grüne Key. Oh, und eine Falle. War doch klar. Klar.
Da schießt gleich mal einen roten, aber der trifft mich natürlich auch noch. So was nennt man Illegalität. Du Hund. Alter, ist das. Die Küken ist echt nice. Oder mit den Hennen oder was auch immer das darstellen soll. So wie es aussehen, aussehen wahrscheinlich ausgewachsene Tiere. Aber heilige Scheiße, ist das geil, ey. So, Moment mal. Also, wir haben jetzt gerade eine grüne Karte bekommen. Wo müssen wir denn überhaupt damit hin? Ach, da oben. Okay, dann bin ich hier unten, also falsch. Trotzdem gucke ich mal, ob es hier gleich mal noch Munition gibt. Natürlich gibt es hier Munition, was auch sonst. Gut, also wieder ab nach oben. Und dahin. So. Ach Gott. Es hört einfach nicht auf. Wow, also habe ich gerade übersehen oder bin ich einfach nur blind? Okay, das ist das Ziel. Das war's schon? Es will noch mehr als 10 Gegner. Was ist denn hier los? Vor allem haben wir noch kein einziges. Na doch, wir haben schon 2 Secrets. Also da müssen wir uns aber ein bisschen mehr anstrengen. Das geht ja mal gar nicht. Also, na gut, hier haben wir schon die ganze. Aber hier unten ist noch was. Okay, von hier aus kommen wir nicht zu diesem komischen blauen Dingsterbumster. Dann gehen wir mal außen rum. Kommt man irgendwie rein oder rauf oder so? Nee, kommt man gar nicht zwischen. Aha. Okay, ich traue mich nicht hier lang zu rennen. Direkt am Start gibt es noch ein Secret. Schau mal in der anderen, da gibt es noch einen Raum oder so. So, wie war das jetzt? Einmal hier rauf. Wobei, brauchen wir eigentlich gar nicht, die Munition. So, wir haben ja Chaos Devolve, ne? Davon haben wir 1. Na gut, dann würde ich das jetzt ungern einsetzen. Allerdings kommen wir anders da oben gar nicht hin. Dann gucke ich mal, ob es da wirklich 1 gibt. Und wenn ja... Nee. Gibt's nicht. Weil das ist auf jeden Fall ein Raum. Da ist doch was. Wollt ihr mich denn ruinieren? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Na gut. So, hier haben wir... Genau, da oben waren wir schon. Ach, mal schauen wir mal an. What the fuck? Okay, das war ein... nettes Secret. Nee, es war kein Secret. Oh, sag mal. Da finden wir extra schon so einen geilen Raum und dann ist es nicht mal ein Secret. Weil warum bringt das halt einfach so genau gar nichts? Mann, ich brauch Secrets. Jetzt bin ich schon wieder rübergelaufen. Ich glaub das nicht. Nee, komm, wir gehen mal lieber in die Richtung hier. Ich bin offen gesagt nicht wirklich zufrieden mit der Ausbeute. Na, die sieht aber hier verdächtig aus. Oh, doch nicht. Ach ja, siehst du? Map. Da können wir gucken, ob sie was auf der Map lang ist. Also da hinten geht es auf jeden Fall schon mal lang. The question is, wie komme ich da hin? Klar, vom Status gibt es einen Punkt, sag ich doch. Total bekloppt.
Gut, wir gehen mal da hinten zu diese blauen Teleporter. Gibt es da irgendwie einen Weg? Ja, oh, wow. Alter. Offiziell gibt es hier. Ein Weg. Ah! Wenn sich der Start, das Ziel öffnet, öffnet sich auch das Ding hier. Das ist natürlich witzig. Oh Mann. Alter, die hauen aber ganz schön rein. Wow. Hat sich ja voll gelohnt. So, war das jetzt wenigstens ein Secret? Ja, das war ein Secret. Das müssen wir wieder über die ganze Pampe hier rüber. So, vor allen Dingen war das zwar ein Teleporter, aber nicht so einer, wie ich es auch oft hatte. Oh, okay, wir hätten doch da bleiben müssen. Da gab es auch noch was. Also hier soll offiziell reingehen. Ich tue mal was Dummes. So, wenn ich jetzt von hier runter gehe. Nein. Ah! Okay, das war auch eine Scheiße. Ja, das war auch eine Scheiße. Genau meine Rede. So, dann fehlt uns ja quasi bloß noch ein einziges Secret. Und ich weiß immer noch nicht, wie wir zu diesem Secret kommen sollen. Da hinten das Ding. Wie sich das öffnen lässt, ist noch ein bisschen schleierhaft, weil einen weiteren Teleporter gibt es ja nicht. Ich benutze noch mal Chaos Device. Ne, öffnet das sich ja auch nicht. Der klassische Doom-Trick und einfach aufschießen geht also auch nicht. Ja gut, dann bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ah, gut. Wir wissen zwar, wo das Secret ist, aber leider nicht, wie wir ran. Da ist doch offen. Warum ist da so ein Viech drin? Oh Gott. Okay, wir können. Wir wollten ja mal die Durchschlagskraft testen, ne? Nein, nicht von dir. Oder von dir. Oh, geht. Ich dachte immer, die Tornados verschwinden, wenn der Typ tot ist. Das war so ein Ding auf Regeneration. Das hier, das habe ich tatsächlich gelesen. Das Ding füllt einen mit einmal wieder 100% Leben auf. Also bis auf 100% Leben. Ist also ganz geil, wenn man mal im Bossfight ist und der Boss ein bisschen böse ist. So, nach langem Gesuche, ich weiß zwar nicht, was hier jetzt gerade die Tür geöffnet hat, warum die jetzt offen war und davor nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat eines der anderen Secrets das Secret auch mit geöffnet. Wo ist jetzt überhaupt das Ziel? So, den mal wieder ein bisschen aufladen hier. Hier war auch noch was, oder? Ja, perfekt. So, wann ist. Achso, bei dem Grün, klar, da. So, unsere Schanzwaffe auswählen und. Schalter drücken. Heilige Scheiße. Ist aber nicht jetzt diese komische Kreismap.
Ja, ich glaube, ich habe die Map noch so ein bisschen im Kopf. Also zumindest das markanteste von der Map, was ihr auch gleich sehen werdet. Also wahrscheinlich morgen. Keine Ahnung. Also, wir haben jetzt. Dann haben wir. Ja, doch, morgen. Genau, schauen wir uns vor. Diese Feststelltaste geht mir auf den Sack. Jetzt.